Yo Leute, was geht ab? Wir sind wieder bei DayZ Origins und zwar, ich muss wieder sagen, es ist was ganz Schlimmes passiert. Wir haben saugeile Action aufgenommen, Mann. Wir hatten so einen richtig geilen Autofight und Mann, ich hab's wieder verkackt, weil ich habe ein neues Headset und ich hab's nicht geschafft, das scheiß, den Sound so einzustellen, dass wir das aufnehmen. Der hat nur die Audiospur vom Mikrofon aufgenommen. Das heißt also, Ingame-Sound war nicht, aber ich werde auf jeden Fall die nachsynchronisieren, weil das war mega geil. Das wird irgendwann die nächste Woche kommen. Wir werden jetzt, zwangsweise, weil es ist Freitag, es ist also, heute kommt das Video raus in ungefähr 10 Stunden. Und, wir werden jetzt einfach gucken. Ihr habt immer gesagt, wir sollen mal auch bauen. Und wir haben hier Perry hat schon ein Haus gebaut. Das ist deshalb aus dem letzten Livestream. Ich werde jetzt auch mein Haus dazu bauen. Ihr wolltet Baufolgen. Jetzt bekommt ihr auch meine Baufolge. Also man muss auch ein bisschen chilliger eingehen und gucken. Vielleicht, wir müssen Server Reset abwarten bis 4 Uhr. Und vielleicht können wir dann noch eine Mission machen. Ich glaube, Perry war eine Sniper-Mission aktiv, hat Perry eben gesagt. Ich habe leider kein PDA, oder? Genau. Ne, habe ich nicht. Dann machen wir gleich eine Sniper-Mission. Dann gucken wir, vielleicht fahren wir noch ein bisschen für ein großes Haus. Ich weiß gar nicht, ob wir genug Mats dafür haben. Also, ich guck mal. Ich überlege gerade, wo ich das Haus baue. Es sind, ich glaube, 7, 8 Leute auf dem Server, noch recht ruhig. Nachts ist es immer wenig Leute. Ich glaube, der Server ist nur am Wochenende so übertrieben voll. In der Woche ist er, glaube ich, so 30 Slot. Daher mega angenehm, gar keine Desyncs. Keiner guckt hier. Wie bauen wir denn? Ich muss eben essen, trinken. Fuck, sonst wird durstig. Nicht, dass du gleich umkippst. Nee, lieber nicht. Wäre gar nicht gut. So. Wenn ich neben dir baue, ist das ein bisschen lame. Ich habe gedacht, vielleicht bauen wir mit der Community einfach hier alles aus. Ja. Aber ich überlege, soll ich einfach neben dich bauen? Ich würde sagen, ja. Dann sieht es schöner aus. Aber das ist so mega offen zum Wald hin. Ich habe keinen Bock, in diesen Zaun oder so benutzen, weil ich mag so dieses alte Origin. Egal, ich gucke einfach mal. Dann bauen wir halt einen Kreis mit Häusern. ja, das geht. Das ist ich mein, schon dafür, was anderes. Dafür, wenn wir schon genug Leute finden, machen wir so einen schönen Kreis so. So, ich hoffe, du beschützt mich, weil ich habe jetzt alles abgelegt. Ich steck deinen Rücken, Bro. Was brauche ich erstmal? Einen Zementmischer, ne? Erstmal muss ich den Zementmischer einstellen, ja. Okay. Nutzen. Ist schon eine Weile her, dass Mucka gebaut hat. Also ich habe bei Origins, ich glaube, nie wirklich gebaut. Ich habe mal die anderen Häuser abused. Von den anderen Mitspielern. So, hier, Setup, Zementmixer. Also das waren nebenbei die Zutaten. Zementmixer und ihr braucht diese Zutaten. Wir haben schon mal ein bisschen vorbereitet, haben eins rausgeholt. Perry hat ein paar Sachen da. Das ist jetzt aber nur für Foundation, ne? Ja, das ist jetzt nur für Foundation. Okay. Ich hack auch gerade das Holz für die Foundation. Okay. Blueprint Bandit Level 1 brauche ich das auch wahrscheinlich. Ne? Behalten. Dann wahrscheinlich auch Reinforcing Material. Ja. Was noch alles? Dann die Zementsäcke, die 2 und die 15 Steine. Aber die gehen doch gar nicht alle ins Inventar. Ah ne, die muss ich jetzt rein tun. Ne? Ja. Also alles bis auf das Blueprint musst du in den Zementmixer tun. Okay. Das ist ja dann einfach. Hier. Dann packe ich einfach alles da rein. Ich habe, glaube ich, mir nur ein einziges Mal ein Origins Haus gebaut, weil ich habe immer von den anderen die Häuser mitbenutzt, weil, ich finde es unnötig, wenn jeder ein Haus baut. Sieht natürlich cool aus, also ich habe schon mal Häuser gebaut, natürlich, damals bei den alten Zeiten, aber war jetzt, habe ich nie genutzt, also, wir hatten immer so eine Gemeinschafts-, warum auch hier, also, ist einfach, ich finde, wenn man zusammenspielt, dann sollte man auch diese Gutgeier oder so, hi Quizzix, sollte man, nein, Spaß. Nein, Quizzix ist ein cooler Boy. Aber ich mag so Lootgeier nicht. Mit denen spiele ich allgemein nicht. Deswegen, wir teilen uns einfach alles. So, jetzt habe ich alles da reingetan. Holz müsste ich, glaube ich, auch noch, ne? Ja, hier bei mir. Genau, 15 war das, glaube ich, 15 oder 20, 15. Nee, 15 Steine, 25 Holz. Du musst noch 11 Holzteile mitnehmen, ja? Okay. Woodpiles. Ja, da hat. Oh, jetzt stell mal vor, uns hätte eine Axt gefehlt. Ja, die kann ja kaputt gehen so. Sie kein so. Spieler. Meine rechte Maus, das ist leider kaputt. Ich brauche unbedingt eine neue Maus. So selten, dass ich zoomen kann, weil der macht mal Doppelklicks und Dreifachklicks. Ja, mal gucken. So, 25 Holz sollte jetzt drin sein. Und dann kann ich einfach rechtsklick und das bauen, ne? Ja, rechtsklick auf den Plan und dann. Dann kriegst du vor dir, wie bei Epoch, so eine Schablone und das tust du dann einfach an meinem Haus anpassen, so diese Tank-Trap-Kits. Okay, muss das weiß sein, oder?
Ne, grün muss das sein, so. Okay, Und dann guckst du okay. einfach so, dass deine Chain-Trip-Trip so die vorderste an meine passt, so ungefähr. Dass man da halt keinen Spieler so 16, durchlaufen kann. 16 Meter, ist das denn ernst? So? Aber warte, so, Ja, ne? ich sehe das ja nicht, nur du siehst das. Ja gut, aber ich sehe das auch nicht so wirklich. Dann lass mich mal gucken. Gut, beim Bauen kann man das nicht so machen, wie ich. Fuck. So, Pi mal Daumen. Warte, lass mich nochmal gucken. Ah, okay, ich kann. Ja doch, das sieht doch gut aus. Mit Leertaste baue ich hoffentlich. Ja. Ja. Ja gut, Leute. Ich bin Azubi. Bauarbeiter. Yay, in den frischen Zement. Yay. Oh, pass auf, ich möchte mich nicht schmutzig machen, weil meine Adidas-Klamotten, ihr seht schon, ich habe meinen Skin. Ey, wieso kann ich denn nicht? Hallo? Ah, okay, jetzt geht. Ich muss. Obwohl, ich habe gar keine Adidas-Klamotten an. Aber ich habe einen anderen Russen-Skin hier. Russen-Kapuzenmütze, wie heißen die? Martuschka, ne, ich weiß nicht genau, wie die heißt. Schapka. Schapka. Nein, auf jeden Fall so eine Fratzenbartmütze. Wir haben eine DMR. Was haben wir noch? Lederjacke natürlich muss. Und so eine, ja, ist jetzt keine Jogginghose, so typisch russisch, aber das ist so schon so eine lockere, flockige Hose. Passt schon. Das ist Aus wie so unser eine Zement. Bauarbeiterhose. Der ist noch ein bisschen flüssig. Das heißt, wir müssen jetzt warten, bis er trocken wird. Warte, ich könnte den aber schon angehen, um da Items reinzulegen. Ne? Mach ich aber erst nach dem. Nee. Muss ich das vor dem Server reset oder danach Nee, reset? nee, 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 danach. Ist Also das das schon Vorhöhe soweit sowieso. komplett fertig? Ja, ne? Also Also nach dem das Server Fundament reset jetzt hier. steht einfach das Haus fertig, Nee, oder? nee, 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 da müssen wir nochmal was bauen. Ah, Da müssen wir okay. nochmal Materialien reintun und Stimmt, dann kannst du so Level war das. 2. Stimmt, so war das. Ja, ich glaube, so viel Materialien haben wir gar nicht. Da müssen wir gleich eh nochmal farmen gehen. Wenn wir, Ja, oder müssen wir was noch ein heißt bisschen gleich looten gehen. jetzt? Wir müssen nämlich die Zeit überbrücken zum Server Reset. Deswegen, Leute, wir gehen jetzt bisschen farmen. Gehen noch eine Mission machen. In der Tat. Haben hier ein Auto. Guckt euch das mal an. Die Autos kann man nicht abschließen. Wie geil ist das, Leute? Einfach nur genial. So. Genital. Ich gucke nochmal, was kann man hier mitnehmen. Bandage haben wir genug. Bloodkit kann ich noch mitnehmen. Wer weiß, vielleicht möchte ja jemand heilen. So. Trinken, ja. Ach, scheiße, ich hatte ja alles in meiner Tasche, ne? Ich habe ja eigentlich alles. Ich hatte ja alles in meiner Tasche. Das Wichtigste ist immer Antibiotika, ein Painkiller. Also, ich nehme mal lieber bevorzugt zwei mit. Ich habe ein bisschen Morphin. Morphin ist wichtig. Morphin nehmen wir. Wer weiß, vielleicht schießt uns jemand mal an. Das ist immer so meine Sache. Also ich nehme mal ein Morphin, zwei Painkiller und den ein Bloodpack. Wer weiß. Entschuldigung. Vielleicht muss ich jemanden heilen. Deswegen. So, Leute. Leider keine Schutzweste. Eine Schutzweste wäre gut. Mach Haus zu. Dann düsen wir los, Perry. Stimmt, boah, Schusswesten gibt's ja auch noch. Am Airfield war das, ne? Der Sniper. Genau, am Airfield, Okay. Jaroslav. Okay. Ausmachen. Dann ab geht's. Hey, mein Fundament. Guck dir das an. Muss Wir können trocknen, los. Leute. Deswegen. See you later, Alligator. Naja, das ist ich. Das ist, glaube ich, von Kind zu Kind unterschiedlich so. Wenn ich so an meine große Schwester denke. Ja, Mann, nein, das ist auch normal. Bitte, bitte nicht. Müssen wir aussteigen? Ich weiß es nicht. Was, Helis? Ich weiß es nicht. Ne, ne, der landet davon. Der Liner-Bläppchen, der landet hier. Landet genau da vorne. Oh mein Gott. Das ist eine Base, das ist aber nicht von denen hier die Base. Ich glaube, die wollen da irgendwas klauen oder so. Bleib du mal da, bleib du mal da. Ein Black Ops. Ja, ich weiß. Bleib du mal da. Kann ich mit der DMR den zerstören? Du kannst hier den Piloten rausballern. Eben ausgemacht. Ich fahre das Auto mal ein Stück weg. Ne, ja. Damit das Loot safe ist, wenigstens. Ja, weil die hören das, die hören das.
Geh richtig nah dran, um zu snipern gleich. Alter, das ist eine Bombenbase, ne? Oh ja, ich weiß doch von wem die ist. Von wem? Advance. Von den Bierleuten. Bier? Ja. Das dürften Kibbo, das sind zwei Leute wahrscheinlich nur. Maximal. Echt? Weil wir sind nur vier Leute auf dem Server gerade. Soll ich auch kommen und wenn die gleich starten, ballern wir die weg? Nee, nee, bleib du mal da. Okay. Ich guck mir die Base mal an. Die fahren Fahrzeuge durch die Gegend. Ich schleiche mich richtig nah dann an die Base, an die Mauer. Also es wäre echt bitter, wenn du die beide da drinnen tötest, wenn das zwei sind. Ich glaube, hier ist Holz, den wir kaputt fangen können. Wie sagst du, wenn ich die töte, ich werde mich da durchbacken. Ich hasse diese scheiß Basen, wo man nicht rein kann, wo die Leute einfach nur 24-7 drauf... Da kannst du dich nicht reinbacken. Ich back mich da rein, schwöre ich dir. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Okay, hier ist ein Auto. Da sind keine zwei, also, ja, im Helikopter sind vielleicht zwei Leute, aber nicht die, die hier spielen. Nee, nee, das sind auch nicht die, die da spielen, die da gerade gelandet sind. Denke ich zumindest. Ich sehe den Typen. Ich weiß nicht, ob der mich sieht. Ja, der sieht mich, Mann. Einen von denen könnte ich wegholen. Ja, dann. Gib ihm! Ist gute Humanity. Oh, die haben das Auto ganz gemacht. Okay, die haben das Auto ganz gemacht. Alter, von hier aus kann ich perfekt die kaputt schießen. Wenn die starten oder wie? Ja. Oh nein. Ich kann die beide töten. Oh mein Gott. Ich sehe bisher nur einen. Die looten jetzt hin und her, wenn ich Glück habe. Die machen das ganz. Einen habe ich im Blick. Okay, ich habe jetzt beide. Nein, der eine läuft weg. Scheiße, die sind niemals zu zweit an einem Fleck. Jetzt haben die zwei Autos da. Die bauen die Autos auseinander. Mann, Perry, du darfst dich auf keinen Fall bewegen, die dürfen dich nicht sehen. Nee. Mach du mal. Die haben keine Chance, die haben keine Chance. Das Problem ist, meine rechte Maustaste ist kaputt. Ihr seht das, Leute. Da sind die beiden. Oh, das ist mega nervig mit der rechten Maustaste. Da ist einer. Okay. Beide wieder an einem Fleck. Nein, scheiße, doch nicht. Okay, wenn der eine arbeitet... Ah, nein, Mann. Bitte setzt euch nebeneinander hin, Leute. Komm schon. Jetzt backt der. Okay, die laufen weg. Jetzt laufen die Looten. Die haben ein Auto auseinandergebaut. Nein, das ist nicht Sternhelikopter. Ich hätte die töten müssen. Mann, irgendwas kaputt. Wahrscheinlich die Fahrzeuge. Ja. Haben die auseinandergebaut und sorgen jetzt dafür, dass sie neu spawnen. Okay. Ich glaube, der hat mich gesehen. Ne, der hat mich nicht gesehen. Die werfen jetzt. Jo. Granaten? Ne, die hoffen jetzt, dass der so explodiert. Okay, ich sehe beide. Oh, bitte, Perry. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob die mich gesehen haben. Die Spannung. Einer ist tot. Zweiter ist verwundet.
Zweiter ist verwundet. Wie? Wenn er einschlägt, ist er tot. Da wird er Ich hab nicht. den Helikopter im Blick. Komm mal hier hin, komm mal hier hin. Versuch mal mit dem Auto was kaputt zu fahren. Zweiter Alles hat. klar. Er ist verwundet. Er kann sich selber kein Bloodpack geben. Er ist hinter dem Helikopter. Scheiße, ich hab den getroffen. Mindestens 4000 Blut hat er abgezogen bekommen. Also die Einzäune, hast du gesagt, kann man kaputt fahren. Die Holzzäune, ja. Ja, hier sind Holzzäune. Oh mein Gott. Ich bleib hier, ich habe den Helikopter im Blick, die können nicht wegfliegen. Wo bist du und wo war der? Rechts von dir aus gesehen. Fahr da an der Zaun entlang. Jo, ich sehe den. Er läuft auf dich zu, glaube ich. Ja, er läuft. Okay, ich weiß, wo der ist. Pass auf, das bin ich. Fahr mal hier hoch und versuch mal da irgendwo eine Ecke kaputt zu machen. Ja, kannst nicht, das sind keine Holzzäune, Okay, das sind er will Reinforcing losfliegen, er Platten. will losfliegen. Hat einen Headshot. Jawohl, beide tot. Mehr waren hier. Komm mich schnell hier hin. Achso. Okay, da sind alles nur diese Zäune. Ja. Noch einer ist hier nicht. Ich werde trotzdem nochmal den Helikopter ein bisschen bewachen. Aber mehr sind hier nicht, mehr sind hier nicht. Scheiße. Ach, Mann, kein Glück heute. Okay. Ich will mich da reinbangen, mir ist scheißegal. Ich abuse Ja, alles. Steig mal ein. Da muss man reinbangen. Ich hab's verdient, Leute. Ich hab's verdient. Wer so eine beschissene Base baut, keine Ahnung, juckt mich nicht. Ja, warte. Ich mach nur vorher den das Auto ganz. Jojo. Und ich mach in der Zeit mal meine Tasche leer. Du kannst dann einfach alles in den Heli packen, in den Merlin und mit dem wegfliegen. Ja. Wenn das funktioniert, dann ist das. Ich meine, man, ihr dürft mich jetzt flamen. Ja, aber ich sehe das nicht als Flame an, weil. Leute, wir haben jemanden in der Base gekillt. Ich finde, diese Zäune haben genauso wenig was zu suchen in diesem komischen Spiel Origins. Ja, Origins ist ja cool gewesen. Aber genauso wie Blackhawks hat einfach nichts dazu zu suchen. Deswegen, nehmt uns nicht übel. Wenn ich jemanden in einer Base töte, will ich auch das Recht haben, den looten zu können. Ich finde diesen 100% Safe Loot scheiße. Deswegen, könnte es sein. Jetzt gegen. Ja, ja, okay. Muss ich dann ejecten, oder? Ja, ja. Also, wenn ich da durchstehe. Ja, ich bin durch, ich bin durch. Leute, flamet mich so viel ihr wollt. Es ist nicht fair, was wir machen. Aber es ist auch nicht fair, so eine Base zu bauen, die 100% safe ist. Tut mir leid. Ja, ich fahr dann schon mal Richtung Base, ne? Ja. Du bist ja schneller als ich. Oh Mann. Ja, das ist mir egal. Da, Leute, hierfür dürft ihr mich flamen. Hier dürft ihr mich flamen. Das war so ein Kartoffelfresseverhalten, aber das ist mir echt egal. Das ist mir. Ich hab's verdient, Leute, ich hab's verdient. Schaut euch an. Wir sind die einzigen auf dem Server, Mann. Die sind geliefert, Mann. Wir haben den Server erobert. Halt. Hier, ich lasse sogar die Waffen den da. Nein. Können die nicht looten? Nimm die mit, nimm die mit. Nein, nein, nimm den, das mit, nimmst du alles mit. Ne? Ich habe keinen Platz für die Waffen, deswegen lasse ich den da. Ja, kannst du in den Heli packen. Ja, okay. Ja, ja, okay, komm Leute. Du rennst schon. Du hast sie gekillt, so, also Loot hast du dir schon verdient. Okay, okay, okay. Okay, habt ihr mich überredet heute? Ach! Guck mal, Helikopter. Läuft er aus? Ist perfekt.
aber extrem gut gelandet von dem, muss man sagen. Solange der nicht rutscht. Scheiße, der rutscht. Fuck, der rutscht, warte. Ich lande den mal eben um. Oder? Hat er genug Platz? Boah, ich bin mega lang kein Heli geflogen. Ne, warte noch, ich höre gerade eh nichts wegen dem Helikopter. Ich lande den ein bisschen besser, weil ich habe Angst, dass er in den Zaun reinrutscht. So. Wir kennen ja Arme, ist eine komische Engine. Oh ja. Boah, das ist wahrscheinlich sogar die größte Base, oder? Nee, die größte. Ja, es gibt so ein paar. Das ist mit einer der größten Basen, ja. Ich muss mich beeilen, nicht, dass er mich zerquetscht. Oh mein Gott, der will mich zerquetschen. Der Helikopter will mich zerquetschen. Nein, zerquetsch mich nicht. Nein! Der Helikopter hat was gegen dich. Er kommt immer näher. Oh mein Gott, er ist schon auf mir. Er ist in mir. Er ist in mir. Geh weg. Schnell looten. Überlooten. Pass. Easy. Ach, Mensch. Okay. M-Kamot Perry. M-Kamot Perry. So. Modi-Mod-Mod. Packen wir das gar nicht mit der Mission drin, sondern das hier. Ich nehme mal Kettow, kann ich ihn sogar da lassen. Ach, kannst du beides einpacken. Bandage, wir nehmen alles mit. Makarov-Magazine, alles muss mitgenommen werden. Okay, die Hacke lasse ich nehmen. Ich glaube, die wurde mir gar nicht angezeigt. 1, 2, Alter, die haben hier Little Bird, die haben hier den. Ist das die K? K60, ja. Ja. Haben hier natürlich alles ausgebaut. Oh. Okay, ich muss mehrmals laufen. Die haben echt gute Sachen mit. Ja, das sind auch welche, die, also, denen schadet das nicht, dass sie jetzt das Loot verloren haben, so. Ja, die haben auch echt gelassen reagiert und gesagt, hey, wir haben heute keinen Lack. Finde ich cool. Ja. Coole Leute. Die sind auch ziemlich cool, so. Ich mag das, mit denen gefightet. Ich mag das, wenn Leute einfach so sagen, so, yo. So. Passiert so. Und nicht sagen so, ey, du, piep, du, piep, Sohn einer Piep, ich fick deine Piep. Ja, den Julius Caesar, den habe ich schon mal getötet und made von ihm. Und hab mich dann so später so entschuldigt, so, weil er so im Chat war, und dann sagt er so, wieso? This is DayZ. Passiert. Ja, es ist es Origins, ja, so. Ja. Weil hier freut man sich über den Loot. Deswegen, also ganz ehrlich, ich hab vielleicht. Ja, nö, ich hab keine Reue. Ich hab kein bisschen Reue, nö. Das, weil das so ist eine so Base. Jemand so, das ist ein fairer, der macht faire Fights, so wie du das magst, so. Eben. Und ich finde, weiß nicht, also, da können die Admins mir böse sein. Wir haben hier kein Haus aufgemacht, wir haben uns einfach nur das geholt, was uns gehört. Und uns gehört einfach. Wenn man jemanden tötet, ganz ehrlich, in Real Life, wir sind alleine auf dem Server, ja? Jeder Vollidiot hätte sich einfach einen Ast genommen. Der wäre einfach über diese Drecksmauer drüber geklettert, oder. Ich habe hier kein Haus. Wir haben da ja nichts kaputt gemacht. Wir eben. Nur das geholt, was du gekillt hast, beziehungsweise was du gehört hast. Er gönnt uns das. Gönnt uns das. Ihr könnt uns flamen, aber gönnt uns das. So, jetzt fliegen wir los. Leute, wir sehen uns gleich. Hier nochmal die Aussicht von oben der Base. Also, die sieht echt. Das ist schon heftig. 2, 4, 5. Ja, 5 Leute ungefähr spielen. Yes, Leute, es ist ein bisschen vergangen. Wir haben 16:30. Ach du Scheiße. Und wir können ja mal gucken. Wir sind immer noch die Einzigen auf dem Server. Das ist irgendwie so lonely, I'm so lonely. So, was haben wir denn hier? Helikopter, schön geparkt, sieht ein bisschen kaputt aus, als eben. wie sagen wir nicht, wieso? Auto steht hier, Gear. Also nicht, dass jemand denkt, dass wir jetzt irgendwie anhaben, weil es gibt ja irgendwie so einen Hack, glaube ich, dass man irgendwie nur Fake repairen kann, ne? Haben wir natürlich nicht gemacht, sondern wir kamen auf die Idee, den kaputt zu schießen, weil wir wollten den kaputt haben. So, du musst noch ein bisschen Holz nehmen. Dann kannst du das mit reinplatzieren und gucken wir gleich, was alles da reinkommt. Das braucht ihr also, um aus dem Fundament jetzt, das ist nämlich hart geworden, wie ihr seht.
Das braucht ihr, oder beziehungsweise das müsst ihr alles da rein tun, um ein Level 1 Haus final fertig zu machen. Also die Batterie, Codelock natürlich für den Schlüssel, 4 Reinforcing Material, 25 Steine, 4 Back of Cements und ich glaube, wie viel? 50 Holz? 30, 40? Nee, 35. 35. So. Nein, wir kamen einfach auf die Idee, wir möchten den Helikopter dafür immer stehen haben, so als Siegeseroberung, ne, damit man das nicht ja, vergisst. Als Trophäe. Und da haben wir einfach mal alles ausgebaut und die Scheiben zerschossen, damit keiner wegfliegt. Und dann haben wir gedacht, ja, lass doch noch lieber so einen Screenshot machen fürs, ja, fürs Thumbnail und dann, ja, ne. Wenn du jetzt bauen willst, muss ich hier hinstellen, wo ich bin. Okay. Dann gucken wir, dann müssen wir mit dem Mausrad so die Option kommen, so Build Level 2 Stage. Okay, muss ich irgendwas anvisieren? Ah, da, okay. Das Fundament. Demolish Build Stage 2. Passwort ist ja egal, glaube ich, oder? Ja, ja, das kannst eh nur du eingeben. Okay, oh Gott, ich muss mir das notieren. 1, 2. 3, 4. 5, 6. muss ich mir mal schnell notieren. 1, 2, 5, 6. Leute, das Passwortsystem haben die eh so geändert. Also ihr könnt es versuchen einzutippen, aber es kann nur derjenige aufmachen, dem das Haus gehört. Also deswegen kann ich es auch hier sagen, ohne rausschneiden zu müssen. Haus wird gebaut. Ist da eine Lücke zwischen der Stand? Ich glaube nicht, nee, oder? Nee. Also man kommt hier auf keinen Fall durch. So. Okay, perfekt. Perfekt. Können wir mal aufmachen. Unlock. 1, 2, 5, 6. Okay, perfekt. Yay. Go to sleep. Clear front. Das gute alte Origins Haus. Mit der Monroes, falls sie das ist. Schön neue russische Flagge. Ich schnarche leider. Hey, du bist weg. Hey, du schläfst aber ziemlich komisch. Der Perry, der hat's eilig. Aber passend zu Perrys Tony sind hier die Unterlagen für ihn. Obwohl, da liegt eine Waffe, okay. Patoka 3. Taviana. Ah, guck mal, das ist eine Taviana-Map sogar. Das ist echt cool gemacht. So, ja. Leute. Das Haus steht. Die ersten beiden Häuser steht. Schließt euch uns an. Baut einfach hier rein. Den Heli werden wir, glaube ich, ein bisschen umplatzen. Den werden wir ein bisschen weiter höher hinstellen zum Wald hin. Sonst bedanken wir uns, dass ihr zugeschaut habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst so einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Hier oben habt ihr jetzt so ein älteres DayZ-Video, unten die letzte Folge, haut rein, vergesst nicht, Freitag, das bedeutet heute Abend, gibt es einen CSGO-Stream und morgen Abend, da werden wir so einen kleinen Sauf-Stream machen, da werden wir ein bisschen trinken, nebenbei werden wir auch, ich glaube, DayZ auf jeden Fall spielen, wir werden mit 18 Uhr, glaube ich, mit DayZ anfangen, ab irgendwann später gibt es CSGO, da werden wir auch ein Knife-Giveaway, deswegen Leute, schaut vorbei. Habt Spaß mit uns, trinkt mit uns. Wir werden irgendwie so. Mal gucken, irgendwie jeden Subscriber einen trinken oder so. Leute, haut da rein. Ciao.